Buchfans! Oh, da sind wir wieder mit einem Technikvideo! Gut, Jungs, heute Sinn und Unsinn von Quetschkanten. Wieso? In letzter Zeit bekommen wir sehr viele E-Mails, weil es ist Winterzeit und dann schraubt man am Motor, weil man hat die Zeit, ne? Und dann wird das Motor erneut hergestellt, neue Zylinder drauf, neue Lager, Simmeringen, Kurbelwerfer, Gaser, alles, macht alles nichts. Aber dann kommt die Frage, ich habe bei euch eine neue Kopf bestellt und meine Quetschkante ist über 1 Millimeter. Ja, kann sein. Was ist deine Frage? Ja, aber der muss zwischen 0,8 und 1 sein. Habe ich im Internet gelesen. Oder noch schlimmer, Facebook hat das gesagt. Ach, Jungs, und dann werde ich so müde. Na, okay. Quetschkante. Was ist eine Quetschkante? Quetschkante ist eigentlich der Abstand vom Zylinderdeck. Und was ist ein Zylinderdeck? Zylinderoberseite? Zylinderdeck? Normalerweise ist deine Kolben etwas unter das Deck hier. Wieso? Ja, unsere Lieferanten, die machen natürlich alle Zylinder und auch Köpfe, dass die natürlich safe sind. Ne? Also, die wollen nicht, dass ihre Zylinder, die ihr kauft, dass die nach 100 Meter kaputt gehen. Na, und jetzt reden wir auch über ein bisschen höhere Tuning. Ne? Das ist nicht Basistuning, das ist nicht nur Einlass um 1 mm verbreiten, Auslass etwas verbreiten, Kolbenfenster reinhauen. Nee, das hier ist etwas höhere Tuning-Skills, das braucht man dafür. Oder man muss nach einem Tuning fahren, der eine Drehbank hat. Abstand von Kolbenoberseite und Kopfunterseite, das ist Quetschkante. Und Jungs, vergessen natürlich nicht mit Quetschkante, man muss natürlich deine Kopfdichtung dazu aufzählen natürlich. Was ist eine Faustregel? Faustregel ist, dass das für eine Straßenmofa irgendwo um die 1 mm, 1,4, 1,5 macht alles nicht so viel, weil Abstimmung ist wichtig, Auslass ist wichtig, Zündung ist wichtig, eben Benzin ist wichtig. Also es ist echt, bei Zweitakt ist keine einfache Materie, ne? Das ist alles schwierig. Also es ist ein Totalpaket, was stimmen muss. Dann hat man eine optimale Mofa für Straßen oder, wie wir bei unseren Rennmotoren, fürs Rennen. Und dann fahre ich auf jeden Fall mit maximal 0,8 mm Quetschkante. Ja, Höhe, ne? Höhe. Breite ist noch eine andere Story. Weil Breite von Quetschkante, da sagen die im Internet, das muss 50% von Bohrung sein. Wenn man das im Praktikum macht, an einem Prüfstand, ja, dann sieht man die echte Unterschiede. Aber dann braucht man eigentlich, wenn man am Prüfstand ist, deine Tuner daneben und nicht ein, sondern zwei oder drei Köpfe. Und dann kann man richtig probieren. Und dann sieht man eigentlich, dass eine Quetschkante fast nimmer 50% von Bohrung ist, aber schmaler ist. Na, zum Köpfen bei uns im Shop. Die sind von der Klein oder HT sind die bearbeitet. Die sind zu 80-90% sind die gut für Straßennutzung, also für Straßenverkehr, Straßenmofa. Wieso sind die nicht 0,8 oder 0,9 oder eben 0,6? Boah, wenn man Wasser gekühlt hat, 0,6 ist Pflicht. Ja, da wir auch gerne wollen, dass ihr nicht nur 4 Stunden fährt mit deinem Setup, aber 400 Stunden oder 4000 oder 40.000 Kilometer, verstehst du? Weil, wenn wir das alles so scharf machen, so auf die Grenze wie bei unseren Rennen, ein kleines Vorbild. Unsere Renner, die gehen nach 4 Stunden eigentlich völlig auseinander. Da sind Lager im Eimer, dann ist Kolben im Eimer, Kolbenring im Eimer, kann man alles wegwerfen. Weil es ist ein Rennmotor, also mit 0,8 Quetschkante. Gut, also, wie misst man eigentlich eine Quetschkante? Ne?
Ja, ist auch wichtig. Na, das zeigen wir jetzt, wie man das macht. Na gut, Jungs, da sind wir wieder in unsere Schraube-Ecke. Na, wie gesagt, was brauchen wir? Lötzinn. Ja, Kerzenstecker muss raus. Und eine Messschieber. Also, rausdrehen. Dann habe ich hier schon ein kleines Stückchen Lötzinn habe ich vorbereitet. Na, man wiegt etwa, ja, macht nicht so ganz viel, kleine Stückchen. Das steckt man, ich hoffe, die Kamera kann es sehen, hier im Kopf. Dann geht man gleich um die Ecke. Halte das bitte gerade. Ich habe einen Kickstarter, Jungs. Das ist eigentlich ja, sehr gemütlich. Und man dreht. Ey, es steckt. Ja, stimmt. Und dann. Boah. Und was passiert dann? Dann haben wir hier ein kleines Stückchen. Platt, platt, platt. Mist man. Ich hoffe, die Kamera kann das alles sehen. Und dann messe ich hier. Warte mal, Jungs, warte mal. Haben meine Laserbrille. Na. Ist das 1 mm? Oh, was für ein Zufall! Es ist 1 mm! Ja, natürlich ist es 1 mm, das ist ein Straßenmofa. Diese Kopf ist natürlich, kann man hier sehen, ganze Set, de Kleintuned. Also, 1 mm ist super für Straßen. Aber egal, wie ich auch gesagt habe, ne, zwischen 1, 1.4, 1.5 ist auch okay. Ne? Ich habe eine elektronische Zündung. Man muss aufpassen für Detonatie auf Niederländisch. Detonation, ja, gerade. Dann hat man also noch ein bisschen Chance mit deinem Gemisch, eine Chance mit deiner Zündung. Für eine nächste Sendung übrigens, Detonation. Das ist auch ein Problem. Das sind diese kleinen Löcher im Kopf, wenn man so ein bisschen gefahren hat und dann denkt man, ah, das Ding, das läuft nicht gut, fährt, ne? Und dann schraubt man den Kopf runter und dann ist da alle Schäden drin. Kann Detonation sein. Oder dein Nadellager ist weg. Aber dann hat man noch mehr Probleme, ne? Gut, also 1 mm. Jungs, deutlicher kann ich es nicht machen. Na, jetzt habt ihr das gesehen, wie ich das gemacht habe, ne? Mit Löt und dann im Kopf stecken. Und dann einfach treten oder mit der Kurbelwelle drehen oder Polrad drehen. Macht alles nicht. Habt ihr gesehen, ich habe natürlich einen Kickstarter-Motor. Wir haben natürlich unsere Köpfe für PSR-Zylinder, für Air-Salt-Zylinder, für Athena. Aber die von TSR und Athena, die sind eigentlich fast gleich. Wieso? Nou, die meiste Kolben bei einer Puch, die haben eine Wölbung natürlich. Ne? Außer unsere Wössner. Kolben und so weiter, Rennkolben wieder, die sind flach. Das hier ist eine Wölbung mit einer Ecke von zwischen 11 und 12 Grad. Na, da sind unsere Köpfe eigentlich abgestimmt, so um die, diese Ecke, Quetschkant-Ecke, ist gestochen im Drehbank eigentlich auf 11,5. Also auch wieder ein bisschen in Mitte, kein 12, kein 11. Will man natürlich unsere Köpfe noch weiter bearbeiten, also dass man doch sagt, ja, ich will eigentlich den Maximus, es macht mir nichts, dass das nur 4 Stunden dreht oder 40 Stunden dreht. Wir verkaufen Köpfe, aber wir sind keine Tuner. Also, wir verkaufen Produkte, die gut funktionieren, das wissen wir, aber willst du das Maximale aus deinem Motor, wenn alles schon stimmt, dann einfach nach einer Tuner fahren und noch optimieren lassen. Ne? Man kann natürlich, mit unseren Teilen kommt man bis zu 90%. Absolute Klasse. Ich fahre auch selber diese Teilen aus dem Shop. Ich lasse das de Klein noch nicht nacht arbeiten. Das brauche ich nicht für Straßen. Ich habe richtig Drehmoment, ich habe richtig Endgeschwindigkeit. Das Motor läuft wie neu. Geht man zum Tunen, dann bekommt man einen Motor. Ein bisschen mehr nervös, ein bisschen mehr Sprit verbraucht. Aber auch vielleicht viel mehr Spaß hat. Oder nicht, wenn das nach 4 Stunden kaputt geht. Also, ich hoffe, miteinander, wir haben wieder etwas gelernt. Mir hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Sind da noch Tuner unter unseren Zuschauern? Ja, Jungs, bitte, ihr seid alle frei. Schreibt Tipps und Tricks hier unter in die Kommentare. Sind da noch Fragen? Kann man auch hier unter in die Kommentare schreiben natürlich. Oder an info@pushshop.de. Vergessen nicht zu abonnieren.
und drücke den Klingel, sodass du automatisch eine Notifikation bekommst, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao!